bevor wir mit unseren Buchstaben weitermachen, zwischendurch ein kleines Wort, damit man diesen Schreibstil auch mal in Aktion sieht. Wir nehmen das Wort Lettering und Sie sehen, wie Buchstaben aus der Feder fließen und anschließend werden die Buchstaben vervollständigt. Das E zum Beispiel muss so vervollständigt werden, damit wir es eben aus dem Schreibfluss heraus schreiben können und nicht verweilen müssen. Das normale E würde in diesem Fall auch zu klobig werden. Deswegen kommt es in diesem Bewegungsablauf nicht in Frage.